Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Der Futterernte-Spezialist Krone präsentiert seine Neuheiten zur Agritechnika. Zwei große Butterfly-Mähkombis, einen neuen Vierkreiselschwader und Hochleistungssilierwagen mit neuen Schneidwerken. Wir waren für euch bei der Premiere in Brandenburg dabei. Viel Spaß mit unserem Technikcheck. Brandenburg, rund 30 Kilometer südwestlich von Potsdam. Riesige Grünlandflächen, soweit das Auge reicht. Die perfekte Spielwiese für große Futtererntemaschinen. Am frühen Vormittag starten wir mit den Mäharbeiten. Dazu hat uns Krone seine neuen Dreifach-Mäh-Kombinationen mitgebracht. Hier in Aktion das EasyCut B880 CV Collect mit Zinkenaufbereiter. Für den Einsatz in Klee und Luzerne bieten die Emsländer alternativ auch verschiedene Rollenaufbereiter an. Um die Überlappung zum Frontmähwerk zu beeinflussen, lassen sich die seitlichen Ausleger in zwei Positionen abstecken. So hat man die Wahl zwischen maximaler Hang- und Kurventauglichkeit oder höchstmöglicher Schlagkraft mit 8,72 m Arbeitsbreite. Die hier gezeigte Collect-Ausführung ermöglicht die Schwadzusammenführung mit Förderbändern. Beim Ausmähen lässt sich damit das Gras auch vom Rand zur Mitte werfen, damit nachfolgende Geräte nicht bis an die Feldgrenze arbeiten müssen. Die Förderbänder werden hydraulisch über einen eigenen Ölmotor angetrieben, den Krone an das Verteilergetriebe flanscht. Zur Breitablage kann man die Bänder einfach per Knopfdruck über die Maschine schwenken. Wie in allen Krone-Mähwerken arbeitet auch im B880 der bewährte EasyCut Mähholm. Für eine gute Bodenanpassung werden die beiden Ausleger aktiv hydraulisch entlastet. Der Auflagedruck lässt sich stufenlos aus der Kabine einstellen. Wer mehr Arbeitsbreite braucht, der greift zum neuen EasyCut B1050 CV. Diese Mähkombination verfügt über einen hydraulischen Seitenverschub an den Auslegern, um die Arbeitsbreite und Überlappung zum Frontmähwerk anzupassen. Für einen großen Verstellbereich setzt Krone auf dreifach teleskopierbare Gelenkwellen. Bei Straßenfahrten werden die Arme ganz eingezogen, so bleibt die Transporthöhe unter 4 Metern. Nach eigenen Angaben ist diese Mähkombination derzeit die größte ihrer Art. Um die maximal mögliche Arbeitsbreite von 10,45 m zu nutzen, kommt hier das EasyCut F400 CV Fold zum Einsatz. Ein 4 Meter breites Frontmähwerk mit klappbarem Mähholm. Über ein doppelt wirkendes Hydrauliksteuergerät werden die äußeren Mähscheibenpaare zusammen mit den Schutztüchern von Transport in Arbeitsstellung geschwenkt. Diese einzigartige Technologie ermöglicht hohe Schlagkraft und große Überlappung im Feld bei weniger als 3 Metern Transportbreite auf der Straße. Auch in diesem Mähwerk arbeitet ein Zinkenaufbereiter. Die hydraulische Entlastung und der gezogene Anbaubock ermöglichen eine gute Bodenanpassung. Zur Schwadzusammenführung kann man beim EasyCut B1050 zwischen zwei verschiedenen Technologien wählen. Die bekannte Collect-Ausführung mit hydraulischen Förderbändern oder die BSS-Maschine mit mechanisch angetriebenen Förderschnecken. Produktspezialist Peter Schulze erklärt uns, was es damit auf sich hat. Wir stehen hier vor unserer Agritechnika-Neuheit, EasyCut B1050 CV BSS, Big Swath System. Das heißt, wir machen hier Schwadzusammenführung via Schnecke. Das Ganze kennen wir über Jahrzehnte jetzt schon von unserem Big M. Wir haben auch sehr viel Erfahrung gesammelt schon mit unserer EasyCut B950 Collect. Was es unterscheidet, ist, dass wir hier mit dem Aufbereiter das Material in die Schnecke legen und dann ein großes Schwad ablegen können. Mit der Schnecke auf 10,50 m Arbeitsbreite in Kombination mit unserem EasyCut F400 CV Fold haben wir maximale Schlagkraft und legen ja, sehr breite Schwade ab. Alternativ können wir auch eine Maschine mit Band anbieten, unsere Collect-Maschine, so wie wir es kennen. Da kann ich dann mehr Einfluss auf die Breite der Schwade wählen. Das heißt, da habe ich die Bandgeschwindigkeit, das Versetzen am Rahmen, optionale Schwadbeschleunigerwalzen, um mehr Einfluss auf das Schwad zu nehmen, schmalere Schwaden zu erzeugen. Diese Maschine also mit den Schwadschnecken für sehr breite Schwade optimal vorbereitet für unseren Big X Krone Feldhäcksler. Die Förderschnecken bestechen mit ihrem einfachen, kompakten Design. Auch große Futtermassen transportieren sie verstopfungsfrei zur Mitte. Genauso wie die Förderbänder erlaubt diese Technik beidseitige oder einseitige Schwadablage, um die Schlagkraft der nachfolgenden Maschinen zu steigern.
Zur Breitablage werden die Hauben an den Schnecken geöffnet, sodass die Aufbereiter das Gras nach hinten auswerfen können. Alle EasyCut B-Modelle können mit Standard- oder Komfortbedienung ausgestattet werden. Wir waren mit der Komfortvariante unterwegs. Einfach und übersichtlich lassen sich am Terminal beispielsweise verschiedene Überschnitte abspeichern und abrufen, die Geschwindigkeit der Förderbänder verstellen oder die Aushubverzögerung zwischen Front- und Heckmähwerken verändern, wahlweise nach Zeit oder nach Weg. Wer nicht mehr umgreifen möchte, der kann sogar den Traktor-Joystick mit den wichtigsten Funktionen belegen. Noch einige Details am Rande. Unsere Kombination war mit einem akustischen Wildwarner ausgestattet. Mit einer großen Auswahl an Zubehör lassen sich die Mähwerke nach Bedarf weiter aufrüsten. Dazu zählen unter anderem leistungsstarke LED-Arbeitsscheinwerfer, Hochschnittkufen, hydraulische Stützfüße oder das neue Smart Connect Solar. Mit dieser autarken Telemetrielösung können auch einfache Maschinen wie Mähwerke, Wender und Schwader ohne eigene Elektronik ins digitale Datenmanagement eingebunden werden. Am Nachmittag haben wir dann den Swadro TC1570 ins Rennen geschickt. Ein völlig neu entwickelter Vierkreiselschwader, bei dem Krone auf das V-Rahmen-Konzept des großen Bruders Swadro TC2000 zurückgreift. Produktexperte Leon Hohmann erklärt uns die Überlegungen dahinter. Ja, wir stehen hier vor dem Swadro TC1570, dem neuen Flaggschiff aus dem Hause Krone im Bereich der Vierkreiselschwader. Einzigartig macht diese Maschine das V-Rahmen-Konzept, welches wir bei Krone schon seit vielen Jahren aus unserem Sechskreiselschwader TC2000 kennen. In dieser Maschine hat sich dieses V-Rahmen-Konzept bewährt und deshalb haben wir es jetzt nun auch in unseren Bereich der Vierkreiselschwader übernommen. Dieses V-Rahmen-Konzept gewährleistet uns eine maximale Arbeitsbreite von 15,70 Meter und verleiht der Maschine eine enorme Laufruhe im Feld und am Vorgewende in Vorgewendestellung. Die vorderen Kreisel sind an V-förmig verlaufenden Auslegern montiert, die jeweils von einem Stützrad geführt werden. Über den Winkel der Ausleger lässt sich die Arbeitsbreite stufenlos zwischen 11 Metern und 15,70 Metern verstellen. Der Abstand der hinteren Kreisel bestimmt die Schwadbreite zwischen 1,40 Meter und 2,90 Meter. Der Schwader wird von den Unterlenkern getragen und mechanisch über die Zapfwelle angetrieben. Alle Kreisel sind einzeln gegen Überlast gesichert. Sie arbeiten alle mit 15 Zinkenarmen. Unsere Maschine war mit dem optionalen 6-Rad-Kreiselfahrwerk ausgestattet. Die Kreisel werden von den Auslegern gezogen und aktiv hydraulisch entlastet. Das erlaubt eine gute Bodenanpassung längs und quer zur Fahrtrichtung. Den Auflagedruck stellt man am Terminal ein. Die Schwingungsdämpfung in den Aushubzylindern fängt Stöße ab und verhindert so ein Aufschaukeln am Vorgewende. Die Aushubhöhe lässt sich begrenzen, ganz nach dem Motto, so tief wie möglich, so hoch wie nötig. Die neue Soft-Down-Absenkautomatik bremst den Kreisel kurz vor dem Aufsetzen ab, damit die Zinken nicht in den Boden stechen. Die Riechhöhe kann man am Terminal elektrisch verstellen und bei Bedarf für alle anderen Kreisel übernehmen. Bewährte Komponenten wie die wartungsfreie Duramax-Kurvenbahn oder der gewinkelte Krone-Liftzinken für bessere Riechleistung und weniger Futterverschmutzung finden wir auch in diesem neuen Großflächenschwader. Die Benutzeroberfläche der serienmäßigen Isobus-Bedienung wurde neu gestaltet. Unser Gespann war zusätzlich mit dem CCI A3-Joystick ausgestattet, dessen Tasten sich auf drei Ebenen individuell belegen lassen, in unserem Fall mit allen Varianten des Kreiselaushubs. Für die Fahrt auf der Straße werden die V-Ausleger zur Mitte gezogen, die Kreisel eingefahren und nach oben geschwenkt und der Hauptrahmen abgesenkt. In Transportstellung bleibt die Maschine unter 4 Metern Höhe und 3 Metern Breite. Zum Einfahren hat uns Krone seine neuen RX- und ZX-Ladewagen mitgebracht. Auch hier gibt es spannende Updates. Der RX wurde dem ZX angeglichen, sodass es jetzt ein durchgehendes Profi-Segment gibt. Produktspezialist Benedikt Lamprecht-Speller fasst für uns die wichtigsten Neuerungen zusammen. Ja, wir stehen hier heute vor dem ZX 470 Optigras, also ein Teil der Neuheiten im Bereich Ladewagen 2023. Mitunter haben wir natürlich auch unsere EX-Baureihe überarbeitet und die beiden zusammengepackt als das neue Profi-Segment im Hause Krone. Das heißt, wir haben jetzt vom Bereich 33 Kubikmeter bis hoch auf 56 Kubikmeter Ladevolumen
das absolute Programm im Bereich Kurzschnittladewagen, aber auch konventioneller Schnitt im Bereich 37 mm. Herzstück des Ganzen ist unser neuer OptiGras Schneidrotor. Dieser zum einen einmal als OptiGras 28 erhältlich, das heißt 28 mm theoretische Schnittlänge, aber auch als zweite Variante mit OptiGras 37 mit 37 mm theoretischen Schnittlängen. Das heißt, der Kunde kann sich aussuchen, was für ihn das Richtige ist. Des Weiteren kommt der neue Schneidrotor mit einem Integralrotorkonzept. Das heißt, wir haben im Außenbereich des Schneidrotors Förderschnecken angeordnet, die dafür sorgen, dass wir das Material zur Mitte hin fördern, dort schöne Pakete bilden für einen optimalen Schnitt. Und das Ganze abgerundet wird durch unsere innovative Split-Cut-Technologie, die dafür sorgt, dass auch im Außenbereich keine Langanteile in den Wagen geraten können. Jede Baureihe besteht aus drei Typen, wahlweise mit oder ohne Dosierwalzen. Wir waren mit dem größten RX-Modell und dem mittleren Wagen aus der ZX-Baureihe unterwegs. Bei der Pickup setzt Krone wie gewohnt auf die ungesteuerte Bauart und einen hydraulischen Antrieb. So kann man die Drehzahl an die Fahrgeschwindigkeit und die Schwartgröße anpassen. Die Zinken nehmen das Gras auf einer Breite von gut 2,10 m auch bei flotter Fahrt sauber auf. Die gewendelte Anordnung soll den Futterfluss verbessern und Drehmoment spitzen brechen. Die komplette Pickup wird hydraulisch entlastet und an der Rückseite von zusätzlichen Tasträdern über den Boden geführt. Neu bei Krone sind die beiden OptiGras Schneidwerke, die mit 40 bzw. mit 54 Messern arbeiten. Die breiten Förderauflagen am Rotor bilden eine große Kontaktfläche und ermöglichen so einen exakten, scherenähnlichen Schnitt. Das spart Kraft und schont das Erntegut. Die neu entwickelte Randschnitttechnologie SplitCut verhindert, dass an den Seiten ungeschnittenes Gras in den Laderaum gelangt. Dazu wird der Gutstrom am äußersten Messer geteilt und mittels Räumerzinken wieder nach vorne gefördert. Über Leitbleche wird das Material dem Rotor erneut mittig zugeführt und restlos geschnitten. Bei einem Futterstau kann man den Messerbalken hydraulisch absenken und zu Wartungszwecken sogar seitlich unter dem Wagen herausschwenken. So sind die Messer bequem von außen zugänglich. Gegen Aufpreis ist eine automatische Schärfeinrichtung erhältlich. Den Rotor treibt Krone jetzt auch beim RX über ein Planetengetriebe und einen Riemen an, der Lastspitzen abfedert. Das sorgt für Laufruhe, weniger Verschleiß und geringen Wartungsaufwand. Den Antriebsstrang gibt der Hersteller beim RX für ein Drehmoment von 2500 Newtonmetern frei, beim ZX sind es gewaltige 3000 Newtonmeter. Die beiden Riemenscheiben lassen sich wechseln, um die Rotordrehzahl je nach Jahreszeit für unterschiedliche Futtermengen anzupassen. Auch die hydraulisch schwenkbare Stirnwand hat Krone beibehalten. Die mittlere Ladeposition bestimmt die Vorpressung und kann an den TS-Gehalt des Futters angepasst werden. Wird der Wagen voll, schwenkt die Wand nach vorne und gibt 4 Kubikmeter zusätzliches Ladevolumen über dem Rotor frei. Verschiedene Automatikfunktionen füllen den Aufbau zuverlässig bis zur obersten Dosierwalze. Unser ZX war mit einer Siliermittelanlage ausgestattet, die Krone ab sofort auf Wunsch anbietet. In den Tank hinter dem Fahrwerk passen 200 Liter Flüssigkeit, die über 4 Flachstrahldüsen direkt in den Förderkanal auf das Futter gesprüht wird. Durch eine schmalere Knickdeichsel sind RX und ZX wendiger und übersichtlicher geworden. Auch die Bodenfreiheit und die Stützlast konnten verbessert werden. Die serienmäßige Federung in den Deichselzylindern steigert den Fahrkomfort mit vollem Wagen. Neu ist auch die kontaktlose elektronische Zwangslenkung, bei der keine Verbindung über Gestänge und Kugel mehr nötig ist. Stattdessen erfasst ein Gierratensensor auf der ersten Achse die Bewegung des Wagens und lenkt hydraulisch die Hinterräder mit. Mähwerke, Schwader und Ladewagen. Spannende Neuerungen in allen Bereichen. Auf der Agritechnica im Herbst könnt ihr die neuen Maschinen zum ersten Mal in Natura erleben. Zur kommenden Saison sind sie dann voll verfügbar. Wir freuen uns schon jetzt auf die erste Begegnung in freier Wildbahn. Wenn ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal. Dort versorgen wir euch laufend mit neuen Beiträgen aus allen Bereichen der Landwirtschaft.